Willkommen zu diesem neuen Lernvideo. Heute geht es um die Leitfähigkeit von Elektrolytlösungen. Das heißt, von welchen Faktoren zum Beispiel es abhängt, wie viel Strom eine Ionensorte transportieren kann. Und das Ganze findet statt auf Chemielaborantenniveau, drittes Lehrjahr. Sie brauchen dafür Papier, Stift, Taschenrechner, weil nachher müssen Sie was rechnen. Und Sie brauchen auch noch zwei Arbeitsblätter. Sie finden die Arbeitsblätter unter www.laborberufe.de im Ordner C3CL. Das eine Arbeitsblatt heißt Leitfähigkeit von Elektrolytlösungen. Es handelt sich um zwei Seiten, die Sie am besten beide ausdrucken, weil Sie müssen da auch darauf einige Zellen und einige Lücken befüllen auf diesem Arbeitsblatt. Das zweite Arbeitsblatt finden Sie auch unter der gleichen Adresse, also www.laborberufe.de, auch hier wieder im Ordner C3CL. Und es hat den Titel Weitere Aufgaben zur Konduktometrie und zu konduktometrischen Titrationen. Am Ende dieser Einheit sollten Sie nämlich dann alleine die Aufgaben 1.3 und 1.4 berechnen können. Die Lösungen finden Sie dann in den Folgeseiten im gleichen Dokument. Die erste Aufgabe lautet ja, ziehen Sie anhand der Daten der Rückseite wichtige Schlussfolgerungen. Ergänzen Sie dort fehlende Zahlenwerte an den Stellen mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das heißt, wenn Sie sich hier diese Zahlenwerte auf der zweiten Seite anschauen, dann können Sie schon gewisse Trends feststellen. Und in der zweiten Tabelle finden Sie an einigen Stellen eben solche Lücken. Und wenn Sie sich mal die Werte genau anschauen und verstanden haben, wie da die Zusammenhänge sind, dann können Sie diese Lücken alleine füllen, ohne irgendwelches Vorwissen. Das heißt, Sie müssen bloß lang genug mal schauen, ob es hier irgendwelche Beziehungen gibt. Ja, wenn Sie zum Beispiel schauen, was für Ionen in einem Elektrolyt drin sind, da kann man da irgendwelche Beziehungen eben erkennen. Das ist die erste Aufgabe. Wenn Sie diese Lücken also alle befüllt haben, dann können Sie auch die zweite Aufgabe selber in Angriff nehmen. Ergänzen Sie die unten angegebenen Worte im folgenden Lückentext. Das heißt, hier unten gibt es Worte, die angegeben sind. Und diese Worte, die können Sie eben hier eintragen in diese Lücken. Dafür müssen Sie auch verstanden haben, wie hier die Zusammenhänge sind, die man eben aus diesen Daten entnehmen kann. Und das kriegen Sie alles alleine hin, da brauchen Sie überhaupt kein Vorwissen für. Beschäftigen Sie sich also etwas länger jetzt eben mit diesen Zahlen und lösen Sie diese Aufgabe 1 und die Aufgabe 2. Fangen wir gerade mal mit der Tabelle 1 an. Hier ist ja die Konzentration aufgetragen und hier jeweils die Leitfähigkeit einer Kaliumchloridlösung bei bestimmten Temperaturen. Bleiben wir vielleicht mal bei einer Konzentration 0,01 Mol pro Liter. Man kann hier erkennen, dass die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur zunimmt. Also bei 40 Grad kann deutlich besser der Strom transportiert werden durch die Elektrolyten als bei 15 Grad. Gleiches gilt zum Beispiel auch bei 0,1 oder bei 1 Mol pro Liter. Also es ist eindeutig, mit steigender Temperatur nimmt die Leitfähigkeit zu, zumindest dieser Kaliumchloridlösung, aber das gilt auch allgemein für andere Elektrolyte auch. Warum ist das so? Sie müssen sich vorstellen, die Elektrolyte, die bewegen sich ja in einer Flüssigkeit und wenn Sie die Temperatur erhöhen, nimmt die Beweglichkeit der Ionen zu. Das heißt, die können einfach schneller von Ort A zu Ort B transportiert werden und damit natürlich auch Ladung transportieren. Es sind ja geladene Teilchen und einfach die Ladungsträger sind einfach deutlich beweglicher. Hintergrund ist, dass die Viskosität, also die Zähflüssigkeit, mit steigender Temperatur abnimmt. Das heißt, das Wasser als Lösungsmittel zum Beispiel hat bei 40 Grad eine geringere Viskosität als bei 15 Grad. Und damit hängt halt eben zusammen, dass diese Beweglichkeit der Ionen zunimmt. Weiterhin kann man an dieser ersten Tabelle auch einen weiteren Sachverhalt erkennen. Und zwar, natürlich nimmt die Leitfähigkeit mit steigender Konzentration zu. Eine Lösung mit 1 Mol pro Liter Kaliumchlorid hat eine Leitfähigkeit von 109 Millisiemens pro Zentimeter. Eine mit 0,1 Mol pro Liter hat 12,9 Millisiemens pro Zentimeter.
Ist auch klar, wir hätten nichts anderes erwartet. Wenn man mehr Ladungsträger in einer Flüssigkeit gelöst hat, dann können die natürlich auch besser den Strom transportieren. Und deswegen nimmt die Leitfähigkeit auf jeden Fall mit steigender Konzentration zu. Aber die molare Leitfähigkeit, die verändert sich anders. Wenn Sie mal hier schauen, 1 Mol pro Liter Kaliumchlorid sorgt für eine Leitfähigkeit von 109 Millisiemens pro Zentimeter. Man könnte jetzt vielleicht oberflächlich erwarten, wenn ich nur ein Zehntel der Konzentration nehme, also 0,1 Mol pro Liter, dass sich auch die Leitfähigkeit zehntelt. Das sind ja auch nur ein Zehntel dann der Ionen vorhanden. Und man könnte vielleicht annehmen, dass die Leitfähigkeit dann 10,9 beträgt. Aber in Wirklichkeit beträgt die Leitfähigkeit 12,9. Sie ist also höher als angenommen. Und man sieht, das Gleiche gilt übrigens auch, wenn man von 0,1 auf 0,01 runtergeht. Also wenn man die Konzentration wieder zehntelt, dann würde man oberflächlich betrachtet vielleicht 1,29 erwarten, aber in Wirklichkeit ist sie 1,41. Das heißt mit anderen Worten, je dünner die Lösung ist, desto besser leitfähig ist sie pro Mol pro Liter gerechnet. Also die absolute Leitfähigkeit natürlich, die nimmt ab, wenn die Konzentration abnimmt. Aber die molare Leitfähigkeit, also pro Mol pro Liter, nimmt eben die Leitfähigkeit zu. Man kann also im ersten Abschnitt des Lückentextes einfüllen: Mit sinkender Konzentration nimmt die absolute Leitfähigkeit Kappa einer Elektrolytlösung ab, da für den Stromtransport weniger Ladungsträger zur Verfügung stehen. Die molare Leitfähigkeit Lambda, also die Leitfähigkeit pro Stoffmengenkonzentration, nimmt jedoch mit sinkender Ionenzahl in der Lösung zu. Für die Formel kann man schreiben, Lambda ist Kappa, also die Leitfähigkeit durch C von X, also geteilt durch die Stoffmengenkonzentration. Die Einheit ist ja die von Kappa geteilt durch die der Stoffmengenkonzentration. Wir können also bei Einheit hinschreiben Millisiemens pro Zentimeter. Geteilt durch Mol pro Liter. Und wenn man zwei Brüche durcheinander teilt, kann man mit dem Kehrwert multiplizieren. Das heißt, wir können auch schreiben statt dieser Darstellung Millisiemens pro Zentimeter mal Liter durch Mol. Das kann man aber auch noch weiter umformen, weil Liter ist ja 1000 Kubikzentimeter. Und man kann also statt Liter 1000 Kubikzentimeter schreiben und ein Zentimeter von diesem Kubikzentimeter kürzt sich mit dem Zentimeter hier. Und deswegen kann man also auch gerade weiterschreiben. Das ist also Millisiemens pro Zentimeter mal 1000 Kubikzentimeter durch Mol. Und eben das Zentimeter, das eine kann man kürzen. Und hier steht dann bloß noch 2. Und hier steht ja Milli, also ein Tausendstel. Und mit dem Tausend kürzt sich das auch weg. Und das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann also schreiben, ganz am Ende, das Millisiemens pro Zentimeter geteilt durch Mol pro Liter ist das gleiche wie Siemens mal Quadratzentimeter durch Mol. Also die gleiche Einheit. Wir können als Zusammenfassung also gerade aufschreiben, mit steigender Konzentration nimmt zwar die Leitfähigkeit Kappa zu, die molare Leitfähigkeit Lambda jedoch ab. Warum das so ist, kann man sich mit einer Abbildung klar machen. Es ist nämlich folgendermaßen: Wenn wir eine solche Elektrolytlösung haben, zum Beispiel in einem Becherglas, dann gibt es ja dann, wenn man den Strom anlegt, eine Kathode und eine Anode. Die Kationen werden zur Kathode transportiert, die Anionen werden zur Anode transportiert.
Wenn die Lösung sehr dünn ist, kann man näherungsweise von ausgehen, dass sich die Ionen nicht gegenseitig beeinflussen und unabhängig voneinander beweglich sind. Und dann ist die Leitfähigkeit nämlich auch am größten. Je dünner die Lösung, desto höher die molare Leitfähigkeit. Wenn aber jetzt die Ionenkonzentration steigt, dann beginnen sich die Teilchen gegenseitig zu behindern beim Transport zur entsprechenden Elektrode. Wir haben also den Fall, dass die Kationen ja zur Kathode transportiert werden sollen. Und es kommt jetzt hier zu Kräften zwischen den Anionen und den Kationen, die eben dazu führen, dass die Kationen nicht so schnell wandern können zur Kathode, weil sie eben einfach durch die Anionen, die sozusagen in die andere Richtung transportiert werden, daran gehemmt werden. Schließlich ziehen sich die gegenseitigen Ladungen ja auch an. Und diese Kräfte, diese elektrostatischen Kräfte, die da wirken, innerhalb der Lösung zwischen den Kationen und Anionen, die führen halt eben dazu, dass mit steigender Ionenkonzentration die Beweglichkeit also letzten Endes abnimmt. Also hier wirken zwischen den Kationen und Anionen zunehmend Kräfte mit steigender Ionenkonzentration. Man kann also schreiben, mit steigender Ionenkonzentration nehmen die anziehenden Kräfte zwischen Kationen und Anionen zu und behindern den Transport zur jeweiligen Elektrode. Für unendliche Verdünnung kann man für jede Elektrolytlösung und für jedes Ion eine molare Grenzleitfähigkeit Lambda 0 extrapolieren. Diese Werte, die finden Sie in der zweiten Tabelle in der linken Spalte. Dort sind die angegeben. Das heißt, es ist nicht so, dass die molare Leitfähigkeit immer weiter ansteigt, je dünner man die Lösung macht, sondern sie steigt nur bis zu einem gewissen Grenzwert. Wenn man sich diese Zahlenwerte anschaut, dieser molaren Grenzleitfähigkeit, die sind übrigens angegeben in Siemens mal Quadratzentimeter durch Mol, also in der Einheit, die wir vorher hergeleitet haben, da erkennt man schon, dass die sehr unterschiedlich sein kann, diese Grenzleitfähigkeit, die sich eben einstellt bei sehr starker Verdünnung. Und zwei Werte fallen einem besonders auf, wenn man die Ionen ausschließlich erstmal betrachtet, also noch nicht die ganzen Salze. Weil bei diesen Ionen fällt auf, dass das H3O-Plus-Ion bzw. H-Plus eine extrem hohe Leitfähigkeit besitzt mit 350. Alle anderen einfachen Ionen besitzen keine so hohe Leitfähigkeit. Und auch das Hydroxid-Ion weiter unten fällt auch auf, dass die Leitfähigkeit besonders hoch ist, die ist nämlich 198. Was man auch erkennen kann, zum Beispiel ist die Leitfähigkeit von Natriumchlorid hier mit 126 angegeben. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Summe der Leitfähigkeiten von Natrium 50 und von Chlorid 76. Also 50 hier für das Natrium plus 76 macht in der Summe 126. Und das ist auch die Leitfähigkeit von der Natriumchloridlösung 126. Die setzen sich also wirklich additiv zusammen, die Leitfähigkeiten. Kann auch für ein anderes Salz sich das anschauen. Zum Beispiel bei dem Ammoniumchlorid, da ist 150 angegeben. Ammonium hat 74 und Chlorid, wie gesagt, hat 76. Und die Summe aus beiden, also 74, plus die 76 für Chlorid, die geben zusammen eben die Leitfähigkeit von Ammoniumchlorid, nämlich 150. Also sind wirklich additiv zusammengesetzt und wenn man das weiß, kann man eben die fehlenden Werte hier ergänzen. Weil das Aluminiumchlorid, das besteht ja aus einem Aluminiumion und drei Chloridionen. Da muss man also einfach die entsprechenden Ionenleitfähigkeiten, die molaren, zusammenaddieren und da kann man eben den Wert hier notieren. Genau das gleiche gilt auch für Aluminiumsulfat. Das ist zweimal Aluminiumion, was da drin steckt und drei Sulfationen. Das lässt sich einfach aufsummieren. Es resultieren die Werte 413 für Aluminiumchlorid und für Aluminiumsulfat 850.
Da ist also die molare Grenzleitfähigkeit viel höher. Kein Wunder, weil schließlich ein Aluminiumsulfatteilchen aus relativ vielen Ionen besteht. Und hinzu kommt noch, dass jedes dieser Ionen mehrfach geladen ist, weil das fällt in dieser Liste auch auf, dass die Ionen, die eine mehrfache Ladung tragen, entsprechend auch viel transportieren können an dem elektrischen Strom. Wenn man hier zum Beispiel das Aluminium anschaut, Al3+, das hat 185 als molare Grenzleitfähigkeit, während das Silberion hat nur 62 gehabt. So, das ist natürlich ein bisschen unfair, die miteinander zu vergleichen. Natürlich kann Aluminium die dreifache Menge an Strom transportieren, wenn es eben die dreifache Ladung trägt. Und um das auszugleichen und um die Werte besser miteinander vergleichen zu können, definiert man eben eine Ionenäquivalentleitfähigkeit, indem man einfach von diesen Ionen, die mehrfach geladen sind, die einfach teilt die Leitfähigkeiten durch die Ladungszahl. Also beim Aluminium 185 wird einfach durch 3 geteilt und rechnet dann sozusagen die Leitfähigkeit von einem Drittel Aluminium aus. Und diesen Wert dann kann man dann viel eher vergleichen mit dem von Silber. Und man sieht zum Beispiel, beim 1 Drittel Aluminium 3+, haben wir dann 61,5. Das ist einfach dieser Zahlenwert geteilt durch 3. Und der ist dann gar nicht so weit weg von dem Silber hier mit 62 oder auch von dem Acetat mit 41. Zumindest die Größenordnung ist vergleichbarer. Außer eben beim H3O+ und beim OH-, wo die Leitfähigkeit extrem ist. So, wenn man das weiß, dass man eben einfach hier durch die Ladungszahl teilt, dann kann man auch die anderen Lücken füllen. Das geht nicht nur für einzelne Ionen, sondern auch für ganze Elektrolyten. Die nächste Lücke, die zu füllen war, war zum Beispiel die von Schwefelsäure. Da ist ja die Leitfähigkeit 860 und ein Halbschwefelsäureteilchen. Um eben auszugleichen, dass hier dass ein Sulfat zweifach negativ geladen ist und dass da auch zwei Protonen drin stecken, kann man eben ein halb H2SO4 auch als Äquivalentteilchen angeben. Hat gerade dann eben die halbe Ladungszahl, also 860 durch 2, 430. Und auch beim Calcium habe ich vorher aus Versehen übersprungen, also auch beim Calcium, da war es umgekehrt. Da war die Äquivalentleitfähigkeit angegeben, ein halb Calcium war 59,5. Also ist die Leitfähigkeit, die molare, von einem gesamten Calcium-Ion 119. So, und last but not least, in dieser Spalte war noch Phosphat hier unten zu bestimmen. Ein Drittel Phosphat hat eben 93 als Leitfähigkeit. Die letzten Lücken, die man hier auf dem Arbeitsblatt füllen muss, sind die molaren Leitfähigkeiten von Kaliumchlorid bei verschiedenen Konzentrationen. Und steht ja auch da, mit der oberen Tabelle ergänzen. Das heißt, wenn Sie sich die Zahlenwerte hier oben anschauen, können Sie mit der Beziehung Lambda ist gleich Kappa durch C die drei Werte ergänzen. Da müssen Sie einfach in die Formel einsetzen, die wir vorher kennengelernt haben. Man erkennt eben dann auch hier an den Zahlenwerten, dass die molare Leitfähigkeit mit steigender Konzentration abnimmt. 147, 141, 129. Dieser Trend, den findet man natürlich auch bei allen anderen Elektrolyten. Allerdings kann man da einen charakteristischen Unterschied feststellen. Also, wenn wir uns vielleicht nochmal ganz kurz das Kaliumnitrat anschauen. Ne, auch hier, bei der höchsten Konzentration ist die molare Leitfähigkeit am geringsten. Und je dünner die Lösung wird, desto höher wird die molare Leitfähigkeit. Und bei unendlicher Verdünnung wird sie 145. Oder eben auch beim der Salzsäure, da haben wir bei 0,1 molarer 391 und je dünner ich die Lösung mache, desto mehr nimmt die molare Leitfähigkeit zu und nähert sich einem Grenzwert von 426 an. So, das sind alle starke Elektrolyte. Ganz extrem ist es aber bei schwachen Elektrolyten. Wenn Sie gerade mal hier eine Zeile drüber schauen, bei der Essigsäure. Schwache Elektrolyte, das wissen Sie, das sind ja zum Beispiel schwache Säuren. Das sind die, die sich eben nur zum Teil in Ionen zerlegen, wenn man die im Wasser schmeißt oder in Wasser auflöst. Und bei relativ hohen Konzentrationen sind die nur zu einem geringen Teil in Ionen dissoziiert, sogar relativ kleine Teile. Und deswegen ist natürlich auch die Leitfähigkeit von Essigsäure viel, viel geringer als die von der Salzsäure, wenn Sie mal die beiden Werte miteinander vergleichen. Aber wenn man jetzt die Essigsäure verdünnt,
nimmt auch hier die molare Leitfähigkeit zu. Und die nimmt in einem extremen Ausmaß zu, so stark, dass bei unendlicher Verdünnung die molare Leitfähigkeit sich der von der Salzsäure annähert. Also man kann wirklich sagen, bei schwachen Elektrolyten ist diese Abhängigkeit von der Konzentration extrem hoch. Und wenn man die ganz stark verdünnt, dann nähert sich die Leitfähigkeit tatsächlich den Werten an, die man auch bei vollständiger Dissoziation erwarten würde. Und es ist tatsächlich so, je dünner man die Lösung macht eines schwachen Elektrolyten, desto mehr nimmt der Protolysegrad zu und im Extremfall wird er praktisch genauso groß wie dann bei der Salzsäure. Also bei unendlicher Verdünnung ist auch die Essigsäure nahezu zu 100% protolysiert, genau wie bei der Salzsäure auch. Auch bei der Flusssäure, ein weiteres Beispiel für einen schwachen Elektrolyt. Die Flusssäure ist auch eine schwache Säure und da sind sie auch zu Beginn eine relativ niedrige Leitfähigkeit. Aber je dünner man macht, desto extremer nimmt die Leitfähigkeit eben zu. Und sie nähert sich zum Beispiel hier an, bei unendlicher Verdünnung, dem Wert 406, der auch sehr nahe an dem von der HCl liegt, die von Natur aus schon ein starker Elektrolyt ist. Diesen Sachverhalt, dass der Protolysegrad besonders bei schwachen Elektrolyten ganz stark von der Verdünnung abhängt, das nennt man Ostwaldsches Verdünnungsgesetz. Bleibt jetzt nur noch kurz den Lückentext zu Ende zu besprechen. Bis zu der Stelle sind wir ja gekommen. Und jetzt geht es eben hier weiter mit der Leitfähigkeit von Elektrolytlösungen. Und die Leitfähigkeit einer Elektrolytlösung setzt sich additiv aus der Leitfähigkeiten der darin enthaltenen Ionensorten zusammen. Die Leitfähigkeit einer Elektrolytlösung und die molaren Leitfähigkeiten der einzelnen Ionensorten nehmen mit steigender Temperatur zu, da die Ionenbeweglichkeiten durch die sinkende Viskosität des Lösungsmittels zunehmen. Dies ist ein bedeutender Unterschied gegenüber metallischen Leitern. Bei ihnen nimmt die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur ab. Das wissen Sie auch alle. Wenn man Metalle eben erwärmt, dann wird der Durchtritt der Elektronen immer weiter verhindert und behindert. Aber hier ist es eben so, dass sich da die Lösung davon unterscheidet. Da nimmt die Leitfähigkeit eben zu mit steigender Temperatur. Und das ist ein großer Unterschied zu den Metallen. So, nächster Punkt. Mehrfach geladene Ionen, zum Beispiel Al3+, Calcium2+, Sulfat2-, haben schon deshalb eine höhere Leitfähigkeit, weil sie pro Ion mehr Ladung transportieren als einfach geladene Ionen. Um die Leitfähigkeiten besser vergleichen zu können, wird die Ionenäquivalentleitfähigkeit definiert, indem man die molare Leitfähigkeit durch die Ladungszahl teilt. Da sich die einzelnen Ionensorten in ihrer Beweglichkeit durch eine Lösung unterscheiden, besitzen sie unterschiedliche Ionenäquivalentleitfähigkeiten. Besonders bei schwachen Elektrolyten, also solchen, die beim Lösen nur zum Teil in Ionen dissoziieren, beispielsweise schwachen Säuren, gibt es eine extreme Abhängigkeit von der Konzentration. Je stärker man die Lösung verdünnt, desto höher ist der Protolysegrad und das Ausmaß der Dissoziation. Die Leitfähigkeit nähert sich bei extrem starker Verdünnung deshalb derjenigen von starken Elektrolyten an. Es bleibt jetzt nur noch zu klären, warum das H3O+ und das OH- so eine hohe Leitfähigkeit haben. Und das erklärt sich mit dem sogenannten Grotthus-Mechanismus. Der ist hier in der ersten Zeile für H3O+ dargestellt. Also letzten Endes muss die positive Ladung, die ein H3O+ trägt, weitergereicht werden in sehr kurzer Zeit an eine andere Stelle. Und da werden sinnvollerweise diese Wasserstoffbrückenbindungen genutzt, aus denen dann eben vollwertige Atombindungen werden. Und letzten Endes wird nur die Ladung transportiert, ohne dass das eigentliche H+ sozusagen durch die Lösung transportiert werden muss. Das heißt, hier, schauen Sie, gibt es eben eine Wasserstoffbrückenbindung zwischen dem Wassermolekül hier und dem H3O+. So, und aus dieser Wasserstoffbrückenbindung heraus kann eine vollwertige Atombindung entstehen. Und das H, was ursprünglich an diesem H3O+ gebunden ist, dieses Proton, das wird eben angelagert an dieses Wassermolekül. Gleichzeitig
nebenan in einer konzertierten Aktion passiert das Gleiche hier auch an der Stelle. Da wird also auch ein H-Atom wechselt hier auch sozusagen das Wassermolekül und hier auch nochmal. Und wenn gleichzeitig eben hier diese H-Atome sozusagen immer ihren Bindungspartner wechseln, aus diesen Wasserstoffbrückenbindungen heraus, dann entsteht eben folgende Situation, dass dann hier aus dem allerersten Molekül ein H2O wird und aus dem letzten Molekül in dieser Kette entsteht eben ein H3O+. Sie sehen, durch dieses gleichzeitige Umklappen von freien Elektronenpaaren hin zum Nachbar-H-Atom entsteht eben dieser Transport von Ladung, ohne dass eigentlich das Atom durch die Lösung transportiert werden muss. Den analogen Vorgang für den Transport der negativen Ladung von OH- sollen Sie hier in der unteren Zeile selbst ergänzen. Schauen Sie sich das also nochmal in Ruhe an und schreiben Sie hier dann diese Anordnung hin der Moleküle, die hier nötig ist. Auch hier klappen die Wasserstoffbrücken um in einer konzertierten Aktion und die H-Atome wechseln sozusagen ihren Bindungspartner. Aus der ehemaligen Wasserstoffbrückenbindung wird eine Atombindung und hier zum Nachbarmolekül wird dann daraus eben eine Wasserstoffbrückenbindung. Insgesamt entsteht also folgende Anordnung. Wir können uns also aufschreiben, ausgehend von H-Brücken wechseln H-Atome zu den O-Atomen benachbarter H2O-Moleküle. Folgefall, statt Atomen wird nur die Ladung transportiert. Zum Schluss würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie noch zwei Aufgaben lösen, und zwar die beiden Aufgaben auf dem Arbeitsblatt. Weitere Aufgaben zur Konduktometrie und zu konduktometrischen Titrationen. Sie finden dieses Arbeitsblatt unter www.laborberufe.de im Ordner C3CL. Und Sie sollten jetzt eigentlich in der Lage sein, die Aufgabe 1.3 und Aufgabe 1.4 alleine zu lösen. Die Lösungen zu diesen Aufgaben finden Sie im gleichen Dokument, also in der gleichen PDF-Datei auf der letzten Seite.